Was soll das eigentlich mit dem Weihnachtsbaum? Was wollen bloß alle mit weiße Weihnachten und wieso verdammt nochmal hat der Weihnachtsmann ein rotes Outfit an und reist mit einem fliegenden Rentierschlitten? All diese Fragen klären sich heute an Heiligabend in diesem Video und damit erstmal wunderschönen guten Tag, liebe Leute, der Haki hier. Herzlich willkommen zum Quatschkalender Weihnachtsspecial. Und damit das Ganze noch ein wenig konspirativ wirkt, lasst euch gesagt sein, dass ich ein großes Geheimnis von Rotnase Rudolf aufdecke, mit dem ihr garantiert nicht gerechnet habt. Hä? Ich habe lange hin und her überlegt, was ich euch zu Weihnachten Besonderes bringen soll und ich bin relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es nicht sein würde, dass ich euch die Weihnachtsgeschichte erzähle. Die kennt einfach jeder, der nicht gerade bei RTL in der Straßenumfrage befragt wird. Kurzfassung. Maria wurde unbefleckt schwanger, sie und Josef mussten nach Bethlehem wegen einer Volkszählung, keine Unterkunft war mehr frei, ab in einen Stall und plopp, Jesus war geboren. Natürlich gab es da noch das ganze Engel, Schafshirten und drei Könige Gedöns drumherum. Aber ich schweife ab, weil eigentlich wollte ich es euch eh nicht erzählen, also schaut in diesem Buch mit dem Kreuz drauf nach. Ich dachte mir, es ist vielleicht interessanter, ein paar Sachen rund um Weihnachten zu erzählen, die ihr so eventuell noch nicht wusstet. Und von daher gibt es nun 7 unglaubliche Fakten rund um das Weihnachtsfest, die ein bisschen Licht ins Dunkel der für uns völlig normalen Bräuche bringen. Nummer 1. Erst im Jahre 350 nach Christus wurde der 25. Dezember als offizielles Datum für Jesus Geburt festgelegt. Und zwar vom damaligen Bischof von Rom, Julius I. Überlegt euch mal, wie unrealistisch das ist, wenn jemand mehrere Jahrhunderte nach einem Event einfach so ein Datum festlegt. Er könnte genauso gut an jedem anderen Tag des Jahres geboren sein. Wenn ihr also Weihnachten im Sommer feiern wollt, tut euch keinen Zwang an. Nummer 2. Der Weihnachtsbaum hat seinen Ursprung im heidnischen Brauchtum und die Bäume werden wohl schon seit dem 15. bis 16. Jahrhundert aufgestellt. Tannenbäume sind sogenannte immergrüne Pflanzen und diese verkörperten zu der damaligen Zeit Lebenskraft. Man holte sich quasi Gesundheit ins Haus. Zudem ist grün die Farbe der Hoffnung, was wiederum zu Jesus Christus Geburt passt. Das Baumschmücken hat sich nach und nach von Äpfeln über Süßigkeiten und Kerzen bis hin zu den Glaskugeln entwickelt, um dem Baum mehr Bedeutung zukommen zu lassen. Nummer 3. Die Figur des Weihnachtsmanns basiert an sich zu großen Teilen auf der realen Figur des Nikolaus. Und ganz ehrlich, wisst ihr, ob die typischen Schokoladenfiguren jetzt den Nikolaus oder den Weihnachtsmann darstellen? Irgendwie ist es von der Symbolik her fast das gleiche. Der Zusatz, dass der Weihnachtsmann mit einem von fliegenden Rentieren gezogenen Schlitten fährt und durch den Kamin ins Haus kommt, wurde durch das englische Gedicht "Twas the Night Before Christmas" im Jahr 1822 erschaffen. In diesem Gedicht ist wiederum von St. Nicholas die Rede. Hier verschwimmt wieder das Bild vom Nikolaus in dem des Weihnachtsmannes. Nummer 4. Der amerikanische Staat Maryland hat für seine Hymne eine ganz besondere Melodie ausgesucht, und zwar die von O Tannenbaum. Da stand wohl der Entscheidungsträger ganz besonders auf Weihnachten. Nummer 5. Alle wissen, dass der Weihnachtsmann angeblich derjenige ist, der in der Nacht den braven Kindern die Geschenke bringt. Aber wusstet ihr, dass der Weihnachtsmann in diesem roten Outfit nur so angezogen ist, weil Coca-Cola in den 30er Jahren den Entschluss fasste, wir wollen kalte Limonade auch im Winter verkaufen. Davor wurde der Weihnachtsmann oft mit grünen oder blauen Mänteln dargestellt, aber Coca-Cola machte den Weihnachtsmann zu ihrer Werbefigur und somit erhielt er auch die Marken typische Färbung in Rot und Weiß, die sich bis heute gehalten hat. Nummer 6. Wer wünscht es sich nicht? Weiße Weihnachten. Der Drang danach wurde Wissenschaftlern zufolge durch ein Postkartenmotiv im Jahre 1863 erschaffen. Auf der Postkarte war der Weihnachtsmann auf einem verschneiten Dach inmitten einer weißen Dorfidylle zu sehen. Diese und andere Bilder prägten das Bild, dass es an Weihnachten gefällig zu schneien hat. Den letzten weihnachtlichen Schnee gab es in Deutschland 2010 an Heiligabend. Noch länger ist es her, dass ganz Deutschland über Weihnachten komplett weiß war. Das war im Jahre 1981. Es gleicht beinahe schon einem Sechser im Lotto und auch dieses Jahr ist die Chance fast überall gleich null. Nummer 7. Kommen wir nochmal zu dem Rentierschlitten. Wir alle kennen die Rentiere stolz mit Geweih durch die Luft galoppierend. Nun ist es aber so, dass männliche Rentiere nach der Brunftzeit im Herbst ihr Geweih verlieren und die Weibchen diese noch mehrere Wochen am Kopf behalten. Der Weihnachtsmann hat demnach ein komplett weibliches Rentierteam. Also, wer von euch dachte, dass bei Rudolf die rote Nase seltsam ist, sollte ihm bzw. ihr mal zwischen die Beine schauen. Es ist nämlich eigentlich eine Rudolfine. Das war's mit dem Weihnachtsspecial vom Quatschkalender. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Es hat schon einige Zeit gedauert, den ganzen Kram zu recherchieren und dann entsprechend im Video umzusetzen. Würde mich über eure Bewertung als kleines Weihnachtsgeschenk sehr freuen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem einen oder anderen Fakt etwas überraschen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr schon wusstet und was neu für euch war. Links geht's nochmal zu dem Advents-Special-Video mit Revi und rechts zum Video über den Ursprung des Nikolaustags. Teilt das Video doch mit euren Freunden per Facebook oder Twitter. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer fröhliche Weihnachten. Habt eine tolle Zeit mit den Menschen, die ihr liebt. Habt und lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch viele tolle Geschenke, leckeres Essen und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Montag wieder bei einer neuen Folge vom Quatschkalender. Haut da rein, euer Haki.